Another denunciation bears the signature of a 20-year-old neighbour, Fresi Kraus. Since March 1938, Ilse Sonja Totzka is a resident next door to us in a garden cottage. She rarely has visitors. Now and then, a woman of about 36 years old comes, and she is of Jewish appearance. She has always been sympathetic to. I would like to mention that Miss Totzka never responds to the German greeting, Heil Hitler. To my mind, Miss Totzka is behaving suspiciously. Und neben uns in einem Gartenhaus eine Ilse Sonja Totzka. Ja. Die Genannte ist mir aufgefallen, weil sie einen jüdischen Einschlag hat. Das ist ja ein Mist. Das ist ja ein Mist. Das stimmt alles. Nein, das stimmt nicht. Also ich lese mal kurz zu Ende. Ja, natürlich. Das Verhalten der Totzke ist mir auffällig und ich habe angenommen, dass sie sich vielleicht irgendwie zum Nachteile des Deutschen Reiches betätigen könnte. Ich mache deshalb bei der geheimen Staatspolizei diese Mitteilung. Weitere sachdienliche Angaben kann ich nicht machen. Nach Selbstlesen unterschrieben, Resi Kraus. Also das ist hier Resi Kraus. Ja. Das ist mein Name. Und ist das denn Ihre Unterschrift? Das ist meine Unterschrift. Ja, ja. Ich kann das gar nicht verstehen. Nee. Weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, ja. Ja. Bloß, wie erklären Sie sich dieses Dokument? Das ist ja seltsam, ne? Kann ich nicht verstehen. Das ist ja wirklich eigenartig. Ja. Ja. Und da hat eben die Gestapo viele Leute befragt, ne? Ja. Damals. Ja. Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Können Maria Therese. Einfach nicht mehr dran erinnern. Das weiß ich nicht. Das könnte, die Adresse stimmt, meine Unterschrift stimmt, aber woher das kommt, weiß ich nicht. Ja. Sie grinsen, das belastet mich. Ja, naja, das ist ja auch ein seltsames Dokument. Ja, aber ich habe mich mit einer Bekannten unterhalten, die sagt, mein Gott, sagt sie, dass sie jetzt nach 50 oder 51 Jahren noch einmal anfangen. Das. Ne? Aber das sind ja Sie, der anfängt. Ne? Ja, da, ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal gehört haben. Ich meine, ich hab Kinder schlafen, habe Kinder ermordet, ich war ja nicht einmal im BDM gewesen. Mein Vater hat zu mir gesagt, BDM, sagt er, ich lasse dich nicht zweimal in der Woche da bei der Nacht und nein in die Stadt fahren. Also ich habe es Ihnen erzählt, wie ich so streng aufgezogen worden bin. Jetzt fängt es an zu regnen. Ja. More than 800 Jews are known to have lost their lives as a result of Kristallnacht. And as many as 1,000 synagogues were destroyed. Es war ein Schock. Es war ein Schock, weil ich möchte fast behaupten, dass man von dem Zeitpunkt an etwas mehr gedacht hat. Wissen Sie, zuerst hat man sich mitschwimmen lassen. Man ist getragen worden von einer Welle der Hoffnung, weil es uns besser ging. Wir haben Ordnung im Land gehabt. Wir haben, es war eine Sicherheit. Und da hat man eigentlich zu denken angefangen. Also ich persönlich, kann man so sagen. Ja, ich bin ja dann auch ein bisschen älter geworden dann. Aber das war ein furchtbarer Schock. Das muss ich sagen. Das war. Aber Sie wurden nicht zum Gegner des Richters. Nein, 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 nein. Nein. Das war eben, das war, hätte man ja damals schon etwas, aber. Wenn die Massen schreien, Heil, und uns, was konnte der Einzelne ausrichten? Man ist halt mit. Wir waren die Mitläufer. So war's.